Hallo und herzlich willkommen zurück zu Another Brick in the Mall. Wir sind bei Tag 22. So, wir haben ja auf jeden Fall jetzt schon mal unsere Elektronikartikel wie Fernseher und so weiter. Und ihr seht, dass hier auf jeden Fall unser Geld extrem in die Höhe, also dass wir jetzt nicht mehr so viel Verlust haben, sondern wir sind jetzt wirklich jeden Tag im Plus. Das ist schon mal perfekt. So, was brauchen wir eigentlich hier? Verkaufe 40 unterschiedliche Produktarten. Da fehlen uns noch zwei. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Umsatz, Gewinn, Gewinnspanne 63% haben wir von diesem Geschäft. Hier haben wir 2%, das ist natürlich nicht so viel. Aber hier sind ja auch nur diese Lebensmittel und also Süßigkeiten, Grußkarten, glaube ich, was für Halloween war. Genau, und wir kommen ja zum Valentinstag. Startet in 18 Tagen. Hier war ja das Problem noch mit dem vornehmen Essen, wo wir ein bisschen ein Problem kriegen, weil wir nämlich nichts zum Essen haben. Elektronik, ne? Jetzt seht ihr mal hier, Gewinnspanne 89%, das ist der Wahnsinn. Was haben wir überhaupt alles drin? Pflanzen, Blumen, bla bla bla. Blumen brauchen wir auf jeden Fall schon mal für den Valentinstag. So, Grußkarten haben wir. Blumen haben wir auch. Wo waren jetzt hier die Blumen überhaupt? Produkte, Bauspielzeug, Brettspiele. Grußkarten haben wir hier. Schmuck, Süßigkeiten. Genau, ich glaube, der Schmuck fehlt uns noch. Hier haben wir nur Videospiele, also Elektronikartikel. Grußkarten haben wir hier auch. Ah ja, wir müssen ja hier unten weitermachen. Fernseher, Gemüse, da haben wir unseren Wein. Und die Blumen. Nee, das passt. So, dann können wir hier eigentlich trotzdem mal schnell ein bisschen schneller machen. Damit nämlich die gute Dame hier das Zeug hier einräumt. Da haben wir Fernseher, da haben wir Gemüse. Und hier müssten auch die Blumen mit reinkommen. Ja, da sind die Blumen. Perfekt. So, Valentinstag, du kannst kommen. Wir sind jetzt schon, jetzt schaut mal hin, Vormittag und sind hier schon am Plus. Okay, wir brauchen aber trotzdem immer noch diesen Schmuck. Restaurants werden wir hier erst machen, es würde eh noch dauern. Sicherheit, Kino, Luxusartikel. Hier, das brauchen wir für unseren Schmuck. Das werden wir aber leider nicht mehr hinbekommen jetzt bis zum Valentinstag. Ja, können wir nicht ändern. Das können wir nicht ändern. Wir brauchen auf jeden Fall auch mal was zum Essen. So, wir haben eine Bestelltheke. Bartheke, das ist auch noch gesperrt. Ah, Restaurants, da brauchen wir das natürlich erst. Gastronomietisch. Toiletten, Laufband, Geldautomat, Spielautomat, ja. Nee, also mit Essen haben wir jetzt momentan noch ein Problem, dass wir das nicht können. Wir könnten aber hier wie so einen Spielladen mal bauen. Ist natürlich die Frage, ob wir meine Straße hier so rum machen wollen. Das können wir eigentlich mal machen. Machen jetzt hier. Okay, dann baut erstmal die Straße hier. Machen wir mal ein bisschen schneller. Der ist ja eh nur alleine tagsüber. So, 40 Produkte haben wir. 20.000 haben wir eingeheimst. Jetzt bau du mal deine Straße hier. Dann werden wir die Straße mal hier rübersetzen. Müssen wir aber natürlich auch schauen. Zwecks Parkplätzen.
Ich finde es natürlich nur schade, dass wir nicht bis hier rüberkommen. So, Straße. Ah, da ist unsere andere, gute Frau. Ich bin natürlich beim Überlegen, ob wir dann jetzt hier auch noch eine Tür setzen oder nicht. Weil dann könnten ja die Leute jetzt von hinten zum Beispiel auch in den Laden rein. Ist unsere Dame noch hier? Ja, die baut hier oben. So, wir sind jetzt wieder im Minus. Haben aber einen Gewinn von 8.963. Genau, wir brauchen glaube ich 10.000. Ja, dann bekommen wir 25.000 Dollar dazu. 100 Kunden vor Ort, erreiche 5.000 Gesamtverkäufe, dann kriegen wir 40.000. Ja, ich glaube, jetzt werden wir schnell auf die 200 dann hier losgehen. Die Bauarbeiterin ist hier. Jetzt mal schauen, ob wir eigentlich schon unseren Parkplatz hier bauen können. Ja, den können wir schon bauen. Machen wir jetzt da hinten noch eine Tür oder machen wir keine Tür? Machen wir... Nein, wir machen Kundenparkplätze. Dahin. Und dahin. Das Eck hier unten lassen wir mal aus. Können wir mal schauen. Da könnten wir ja eigentlich mal so ein Pflanzending hier hinstellen, damit es mal ein bisschen schöner ausschaut. So, Kundenparkplätze hier. Und dann könnte man eigentlich so schön versteckt hier oben mal wie so eine kleine Spielhalle machen. Wie groß machen wir denn das? Boah, 54.000. Das ist aber schon viel. 30.000. Jetzt müssen wir mal schauen. 1, 2... Da haben wir 7. Jetzt müssen wir mal überlegen. 1, 2... Doch, könnte man 3 hinbringen. Bei 8 wird schon wieder zu viel. Also müssten wir 7 machen. 7 hoch. Bei 3 ist einer, bei 5 ist einer, bei 7 ist ein Automat, bei 9 ist einer, bei 11, 13, 15, 17, 19, 26.000. Das müsste eigentlich reichen hier für ein Spielautomat. Dann würden wir jetzt an jeder zweiten Stelle einen Automat hinbekommen. Ja, das machen wir jetzt auch so. So, jetzt schauen wir mal die... Wie viel brauchen wir gleichzeitig? 100 Leute vor Ort. Also müssen wir hier auf jeden Fall noch schön aufrüsten. Ne? Dass hier möglichst viele Leute hier zum Einkaufen kommen. Das Problem hier an dem Spiel sind ja die Zufahrtsstraßen. Ihr seht es ja hier oben. Da, da und da. Und deswegen könnt ihr auch nicht rausbauen. Also ihr könnt wirklich nur an diesen Zufahrtsstraßen hier einbauen. Und ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Straße verbinden, ob dann mehr Leute kommen. Weil sie jetzt von den Ortschaften hier oben oder was? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir noch rausbekommen hier. So. Zuweisen. Wir wollen hier... Wieso können wir... Müssen wir das dann auch als Geschäft deklarieren? Geschäft 12, ja, müssen wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert hier. Könnten wir eigentlich mal Bodenfliesen hier reinmachen. Mal rot, passt doch zum Spielsalon. So. Flipperautomat. Nein, ich habe die Wände nicht mit einberechnet. Wir kriegen nur 2 hin. Naja, nicht so schlimm.
Machen wir mal Flipper hier an die Außenecken. Dann Spielautomat. 1, 2, dann haben wir Geldautomat, den werden wir brauchen. Den machen wir aber auch, ich finde, gleich beim Eingang hin. Jetzt setzen wir aber erstmal die Tür. Da reicht ja eigentlich eine normale Tür. So. Restaurant haben wir abgeschlossen. Dann machen wir jetzt trotzdem mal unseren Luxusartikel, damit wir auch Schmuck verkaufen können. So, Tür. Dann setzen wir mal noch einen Mülleimer mit hin. Aber wohin? Da vorne eigentlich die Autos. Toilettenkabine brauchen wir nicht. Verkaufsautomat. Ja, aber was verkauft der? Also, Geldautomat erstmal hier neben die Tür. Einen da und einen da, damit sie auch schön Geld hier lassen. Was verkauft dieser Verkaufsautomat? Ja, wenn ich den nehme, müssen wir den irgendwie eigentlich auffüllen. Spielautomat. Flipper. Naja, mehr Automaten haben wir leider nicht. Und was dieser Verkaufsautomat? Wir könnten mal einen aufstellen, aber ich kann euch nicht sagen, was der denn verkauft. Oder ob sich der automatisch auffüllt. Ja, dann machen wir mal hier halt noch Flipper hin. Ja, das wird schon wieder zu eng hier. Geht nicht. Ja, eine Kasse, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Gehen mal auf Verwalten. Geschäft 12. Hä? Wieso habe ich hier Geschäft unvollständig? Das ist natürlich blöd. Jetzt müssen wir mal schauen, um 9 Uhr macht's auf, ob Leute reingehen zum Spielen. Der holt Geld. Ah doch, die spielen. Also, kann es uns ja eigentlich egal sein. Die lassen ja das Geld hier. Ja. Also, dann kann das von mir aus auch aufleuchten. Ja, dann werden wir hier jetzt trotzdem langsam mal ein bisschen was zum Essen hier aufbauen. Boah, kommen wir hier übelst ins Plus rein. Perfekt. Also, na, könnten wir auch mal wieder langsam machen. Straßennetz wollen wir nicht, wir wollen ein Fundament. Müssten wir eigentlich gleich hier dran bauen können. Das kostet, ah, da ist natürlich unser Geld gleich weg. Wir kommen zwar immer ins Plus, aber trotzdem. Seht ihr mal, wie schnell das hier abgezogen ist? Ja, weil wir was gebaut haben, das ist klar, aber das müssen wir natürlich erstmal wieder einnehmen. Also unser höchstes... Was kommt hier? Große Albumveröffentlichung. Musik-CDs, die haben wir doch, glaube ich, schon irgendwo. Wo haben wir unsere Musik-CDs? Müsste doch eigentlich hier sein. So, Geschäft Nummer 8. Musik-CDs, ja, das haben wir. Dann haben wir Muttertag, Grußkarten, Blumen, Süßigkeiten, Kosmetika. Kosmetika. Jetzt müssen wir mal schnell hier schauen. Schmuck ist gesperrt. Nein. Wo kriege ich Kosmetik her? Hier. Chemischer Zulieferer, dann müssen wir den erstmal machen. Wann startet der? In 5 Tagen, ja okay, bis dahin kriegen wir den auf jeden Fall hin. Und dann brauchen wir unser Lebensmittelregal für
Nein, wo waren jetzt Kosmetik? Regal. Eigentlich doch hier. Rasierschaum und Kling. Kosmetika da. Brauchen wir diese Regale. Nein, schaut mal hin. Ach so, halt, gestern. Na ja, okay, 12.000, aber mit allen Abzügen bei 8.600. Schade, ich habe gedacht, wir waren fast an die 10.000. Jetzt lässt aber irgendwie unser Geschäft hier ein bisschen nach. Wieso? Halt! Nein, das will ich ja gar nicht bauen. Moment. Entfernen. Ah, jetzt müssen wir es erstmal bauen lassen. Jawohl, ist eigentlich nicht so schlimm. Wir könnten es da eigentlich hier drin auch stehen lassen. Machen wir schon ein bisschen schneller. Du sollst mal das entfernen, gute Frau. Das war falsch gesetzt von mir. Ich würde es eigentlich, das lassen wir so. Verwalten. Dann machen wir Geschäft 12. Öffnungszeiten machen wir ganztägig. 24 Stunden, ne? Können die Leute nämlich schön hier zocken. So, 78.000. Was kommt hier? Vatertag, Grußkarten, Spirituosen. Spirituosen, glaube ich, haben wir auch noch nicht. Nein. ...17 Kunden... Echtzeit. ...0% der Kunden gehen unzufrieden nach Hause. Also, von das ist schon mal sehr gut für uns. Wir werden aber jetzt trotzdem mal hier bauen. ...57.000... Ja. Da werden wir jetzt trotzdem mal was zum Essen hier mit reinmachen. Oh, schaut mal hin, unsere 5000 Gesamtverkäufe haben wir fast. Die müssen wir jetzt eigentlich unterm Tag hinbekommen. Dann kriegen wir hier schon mal wieder 40.000 dazu. Jawohl, wird knapp. So, Statistiken, Nachfrage. Fast Food, ja okay, zum Essen wollen sie halt viel. Videospielladen. Bücher, frisches Brot, Comics, Tabak, ja das haben wir halt noch nicht erforscht. Blumen, haben wir doch eigentlich. Und wie schaut's hier aus? Ja. Chemischer Zulieferer. Gehen wir mal hier rein und machen jetzt mal wieder Luxusartikel weiter. Jawohl, Tabak wollen sie auch. Na, machen wir erstmal Tabak, das ist schneller fertig. Nein. Warte mal, wo war denn jetzt der Schmuck? Ach, der war ja bei Valentinstag. So, machen wir hier mal langsam. Gehen mal auf Zuweisen, Geschäft. Haben Geschäft 13, perfekt. Und bauen hier unser Lager. Ich glaube, so groß brauchen wir das gar nicht. Machen wir mal so. So, haben wir auch. Dann brauchen wir eine Tür. Personaltür. Personaltür. Und da brauchen wir, glaube ich, mal wieder einen Zuliefererort hier. Eine Ladezone. So. Zuweisen.
Lager. Geschäft 13, Lagerverbindner. Haben wir auch. Kasse, Produktregale, kassieren, Lagerrest. Ja, das müssen wir natürlich noch einstellen. Nein, schaut euch an. 55 Gesamtverkäufe brauchen wir noch, damit wir die 40.000 bekommen. Also, hier wird unser Restaurant. Da brauchen wir natürlich auch Toiletten, ne? Ja, mal gucken, ob wir auch Toiletten zuweisen können. Kaffeeshop. Toiletten, ja. Büro. Hey, Moment mal. Wieso habe ich jetzt hier noch nichts frei? Sicherheit. Ah, da haben wir ja nur die Kühlkette. Nein, wir müssen ja das hier noch machen. Ja, shit. Kaffeeshop. Brauchen wirklich erstmal diesen Kaffeeshop. Das soll ja kein Geschäft werden, sondern ein Kaffeeshop. Also was zum Essen jetzt. Oh, jetzt kommen wir aber hier übelst hier ins Minus rein. Ja, okay, wir sind in der Nacht. Die Leute waren noch nicht da, aber trotzdem. 1000 schon im Minus jetzt über Nacht, das ist schon... Ja, ihr seht es auch unter unserem Gewinn, haben wir schon über 2000 weniger. So. Wir brauchen unseren Kaffeeshop. Ja, gleich haben wir die Gesamtverkäufe. Perfekt, 40.000 dazu. Das geht auch schnell runter. Und wir sind gleich im Plus. Und zwar jetzt. Okay, Patrouillen, Diebstahlsicherung. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir brauchen das hier. 31%. Okay, das werden wir dann diesen Tag hier auf jeden Fall nicht mehr hinbekommen. Sondern erst am nächsten. Wie schaut es mit unseren Kassen aus? Die kommen eigentlich ziemlich gut hinterher. Ah. Das wird schon übelst voll. Ach so. Weil ja die eine Kassiererin dann heimgeht. Ich verstehe. Naja. Aber ihr merkt schon, hier oben geht halt überhaupt nicht viel. So, Geschäft 12 ist natürlich kacke. Wieso können wir das nicht... als Spielhalle? Toilette, Bowlingbahn... Büro. Es gibt keine Spielhalle. Fastfood Wärmer. Wir können Fastfood Restaurants machen, aber eigentlich noch nichts bauen dann. Lebensmittelregal. Dann haben wir Bestelltheke. Fastfood Limonadenspender haben wir, Fastfood Wärmer, Fastfood Kochbereich, Esstische, Gastronomietisch, Kaffeetisch. Ach so, in Koch können wir ja normal einstellen über Personal. Ja, wenn wir jetzt doch hier einfach mal ein Fastfood Restaurant hier machen. Ja, okay, Hammer. Und dann...
Erlaubt die gleichzeitige Lieferung von 4 statt 2. Oh ja, das machen wir, dass sie hier mehr liefern. So, Fast Food Restaurant haben wir. Das machen wir hier mal schnell auf langsam. Und müssen hier bauen. Erstmal eine... Na komm, dann machen wir doch gleich eine Doppeltür. So, Hammer. Dann... Esstische. Esstische. Ich glaube, das reicht wirklich, wenn wir nur einen Platz hier freilassen. Jetzt warte mal, wo machen wir dann die Kasse hin? Müssen wir erstmal überlegen. So, dann. Nein! Wir haben ja das Zeug vergessen hier. Shit. Nein, 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 nein. Das haben wir da mal wirklich überhaupt nicht mal dran gedacht. Jetzt, wir müssen ja auch die Dinger noch aufstellen. So, Limonadenspender. Machen wir hier schnell ein bisschen schneller, bis die hier fertig ist. Machen wir den hier rein. Fastfood-Wärmer machen wir hier rein. Fastfood-Kochbereich, genau, da ist es nämlich, was wir... für unseren Koch brauchen. Ich hoffe mal, das reicht jetzt hier. Und dann brauchen wir... Bestelltheke. So, haben wir auch. Paletten, nö. Kaffeetheke. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier mit reinstellen dürfen. Ich lasse das erstmal bauen und jetzt müssen wir mal schauen, was jetzt hier noch fehlt. Also, Kassiererin, Lagerist, Kochköchin, benötigt Lager. Ey, haben wir doch. So. Kassiererin, Lagerist, Köchin. Personal. Jetzt machen wir mal einen Koch hier. Koch, du bist mies. Ah, bist du schon ein bisschen besser. Einstellen. Neun. Bis 19 Uhr sind 10 Stunden. Kann er schon mal arbeiten. Lagerist. Einstellen. Du kommst von 8 bis 15 Uhr. Kassiererin. Von 9 bis 19 Uhr. So, das, das, das. Jetzt hoffen wir mal, dass das Geschäft auch so klappt, wie ich das denke. Boah, ich hoffe. Wenn wir hier nicht trotzdem irgendwas falsch gemacht haben noch. Hier kriegen wir ja eigentlich noch einen Tisch rein. Naja, und Toiletten bräuchten wir halt mal. Das haben wir natürlich auch noch nicht gemacht. Dann müssten wir hier eigentlich noch Toiletten dran bauen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Aber wie groß? 8400. Das müsste doch eigentlich reichen. Ja, machen wir so. Dann gibt es eine Toilettentür. Nö. Okay, also die essen da. Ja, es funktioniert. Da ist unser Koch. Hey! Alter, warum schmeißt ihr... Brauchen wir trotzdem mal noch einen Mülleimer. Die schmeißen hier alles am Boden hin.
mitten hier drin Mülleimer aufstellen, schaut natürlich auch nicht so schön aus. Aber wenn ich jetzt hier Mülleimer aufstelle, kommt keiner mehr an die Bank hin. Naja, jetzt machen wir erstmal unsere Toiletten hier fertig. Toilettenkabine. Ein da, ein da, ein da. Waschbecken. So, Urinal. Waschbecken. Bräuchten wir aber eigentlich... Na komm, dann machen wir den Mülleimer genau hier in die Mitte rein. Das haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen falsch gebaut alles. Aber wir haben wenigstens schon mal die Toiletten jetzt. So, da haben wir habe 100 Kunden vor Ort. Ja, das mit dem täglichen Gewinn, da brauchen wir schon noch ein bisschen. Und 50 unterschiedliche Produkte. Da fehlen uns nur noch 6 Stück. Aber momentan haben wir halt nicht wirklich viel Geld, dass ich jetzt sagen kann, ich baue jetzt hier wieder irgendwas Großartiges hier hin. Kosmetika brauchen wir halt noch. In 21 Stunden, Moment. Kosmetika haben wir doch eigentlich jetzt erforscht. Kosmetika, ja, Hammer. Ja, da müssten wir jetzt eigentlich hier noch ein Geschäft bauen, so wie bei uns Müller oder Rossmann, wo man halt jetzt auch viele Hygieneartikel bekommt. Das fällt hier eigentlich noch. Dann hätten wir das ja eigentlich auch mal... Das Beste wäre aber trotzdem erstmal, wenn wir hier oben das Zeug zubauen. Weil was machen wir dann später hier oben rein? Gute Frage. Und vor allem bräuchten wir dann erstmal eine Straße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier ein Fundament... Nee, wir bräuchten wirklich erstmal die Straße, dass wir dann hier... Halt, Fundament. Nee, können wir nicht bauen. Erst die Straße hoch, dann Fundament. Und dann, glaube ich, verschenken wir den Platz hier hinten, ne? Ja, ist nicht schlimm. Das war's für heute auch erstmal wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und da werden wir dann, glaube ich, wirklich erstmal unseren Hygieneladen hier bauen. So, ihr seht, wir haben erstmal einen ganz, ganz kleinen Fleck auf der Karte. Also da bleibt uns wirklich noch sehr, sehr viel offen, was wir hier bauen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge weiterhin dabei seid. Das da unten können wir jetzt mal alles zumachen. Uninteressant. Ja. Na, doch nicht so uninteressant. Ihr seht, Schmutz, Müll überall. Wir müssen Mülleimer aufstellen. Und irgendwo habe ich auch gerade ein Rattensymbol gesehen. Ich glaube, das hier dann Ratten. Ne? Müssen wir auf jeden Fall noch Hausmeister einstellen. Aber das alles in der nächsten Folge. Euch nur einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss.